ICCU Research on the Caucasus. Die Region umfasst einige Teilrepubliken der Russländischen Föderation im Norden des Kaukasusgebirges sowie Georgien, Armenien und Aserbaidschan als Staaten des Südkaukasus. Die Türkei und Iran sind zwei weitere wichtige Akteure in der Region. Den Kaukasus charakterisieren ethnische Diversität, Migration und Vertreibung, weit verbreitete Armut, ungelöste Sezessionskonflikte, politische Spannung zwischen den Staaten und harsche geopolitische Realitäten. Dieser Mix an Faktoren macht den Kaukasus anfällig für Konflikte und Instabilität. Gleichzeitig bestehen zwischen den Kaukasusgesellschaften jedoch starke Verbindungen durch geteilte historische Erfahrungen, Handel, Migrationsnetzwerke und informelle Kontakte ethnischer Gruppen über Grenzen hinweg. Ziel des Forschungsprojektes ist es, Faktoren zu finden, die die Stabilität in der Kaukasus fördern können. ICCU steht für Intra- and Intersocietal Sources of Instability in the Caucasus and EU Opportunities to Respond. Das Projekt wird durch das 7. Europäische Rahmenprogramm für Forschung finanziert. Das Center for Governance and Culture in Europe an der Universität St. Gallen leitet das Projekt. Wir koordinieren die Arbeit eines Konsortiums bestehend aus 8 Organisationen aus Aserbaidschan, Deutschland, Georgien, Russland, der Schweiz und der Türkei. Die 25 ICCU-Wissenschaftler konzentrieren sich auf 4 Themenfelder. Wir untersuchen Spannungen im Bereich der Lokalverwaltung. Dabei fragen wir, ob die Koexistenz von traditionellen, autoritären und demokratischen, formellen und informellen Institutionen dabei helfen kann, lokale Konflikte zu verringern. Ein zweites Themengebiet ist das der Zivilgesellschaft. Wir analysieren lokale Konzepte und Muster zivilgesellschaftlicher Teilhabe. Wissen über lokales Verständnis von Zivilgesellschaft kann externen Akteuren wie der EU helfen, Zivilgesellschaft im Kaukasus besser zu fördern. Wirtschaftliche Interdependenzen sind das dritte Themenfeld. Im Fokus sind vor allem mikroökonomische Beziehungen zwischen ethnischen Diaspora-Gruppen. ICCU fragt, wie diese oftmals informellen wirtschaftlichen Beziehungen stabilisierende oder destabilisierende Wirkung entfalten. ICCU erforscht in den genannten Bereichen Faktoren, die die Stabilität oder Instabilität fördern. Insbesondere das Zusammenspiel dieser Faktoren auf die gesamte Region wird analysiert. Schließlich untersuchen wir den Einfluss von 2 benachbarten Hauptakteuren, Türkei und Iran. Wir fragen, ob transgesellschaftliche Flows die Stabilität beeinflussen in einer Gegend, die konfliktanfällig ist. Am Beispiel Iran kann man sehr gut sehen, wie Religion einen Einfluss auf die Stabilität in der Region haben kann. Iran hat einige Schia-Gruppen in Aserbaidschan sehr stark und nachhaltig beeinflusst und verändert. Und der aserbaidschanische Staat, der ein säkularer Staat ist, muss nun seine Religionspolitik flexibilisieren und stärker auf diese Situation eingehen. Neben den wissenschaftlichen Erkenntnissen schafft unser Projekt ein Netzwerk von Wissenschaftlern aus allen Staaten des Kaukasus, der Türkei, dem Iran und der EU. Mit öffentlichen Veranstaltungen und Workshops treten wir auch in Dialog mit Vertretern der EU und Regierungen in der Region. Damit ist unser Projekt ein gutes Beispiel für wissenschaftliche Forschung mit direkter praktischer Relevanz.